Ja, ich bekomme gerade das neue Software-Update 2023 32.9. Mal schauen, was das bringt. Die Navigationsdaten sind angeblich immer noch aktuell, obwohl ich schon gelesen habe, dass auch die ein Update erfahren sollen. Aber ich bekomme es hier wohl noch nicht. Schauen wir mal, was das bringt. Ja, der Download ging sehr flink, muss ich sagen. Ich werde jetzt die Software starten und ich kann jetzt sagen, planen oder direkt installieren. Und nur im Auto kann man diesen Countdown von 2 Minuten irgendwie zurücksetzen auf 0. Und nun geht's los. Ja, also ihr seht, die 32.9 offiziell nur kleinere Fehlerbehebungen. Diese Version enthält kleine Korrekturen und Verbesserungen. Bin ja gespannt, ob die Navigation vielleicht jetzt wieder ein bisschen besser funktioniert. Ja, auf den ersten Blick würde ich sagen, es sieht richtig aus. Ich habe hier eine Fahrt von knapp 300 Kilometer jetzt eingegeben. Der Akku ist ziemlich leer, wie ihr seht, 27%. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwie erstmal einmal laden. Das ist hier, wo die 11 steht, Hamburg. Supercharger, komme ich mit 21% an. 6%, boah, das kommt hin, könnte sein. Und dann geht es weiter nach Brinkum. In der Nähe von Bremen ist das. Was ist Bremen eigentlich sogar? Ja, südliches Bremen. Dort soll ich 20 Minuten laden. Komme doch mit 12% an. Das heißt, dann kommen ungefähr 40, 50% drauf. Und ach, der springt immer hin und her. Das ist ein bisschen nervig. Vor allem immer so schnell. Ja, und dann geht es weiter zum Ziel nach Hagel und komme dort mit 9% an. Ja, ich habe jetzt wieder eine Navigation eingegeben und zwar zum Münchner Flughafen von Hamburg aus. Und er sagt mir tatsächlich, ich soll so ziemlich den allerersten Supercharger gleich ansteuern und dort 0 Minuten laden. Da komme ich mit 74% an. Ich habe zurzeit 80, also ist gut voll. Also vollkommener Blödsinn. Der nächste ist Rüden. Da komme ich dann 1,5, 2 Stunden später an. Da habe ich noch 15%, da muss ich 40 Minuten laden. Okay, das wäre ja noch akzeptabel. Wir gucken uns das mal hier an, wo denn das ist. Sorry, ich habe das Handy in der Hand, weil ich habe es ein bisschen eilig. Ich habe noch einen anderen Termin. Deswegen habe ich keine Zeit, das jetzt alles hier einzuspannen. Das ist dann hier hinter Hildesheim, muss ich mal kurz überlegen. Hannover sind 150, also gut 200 Kilometer müssten das sein. Das ist okay. Und dann geht es weiter nach, wie heißt es? Oberhof. Kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall, da soll es dann weitergehen mit dem Laden. Hier nochmal 15 Minuten. Also 40 Minuten, 40 Minuten und 0 Minuten macht ja nun gar keinen Sinn. 40 Minuten finde ich eigentlich auch echt viel. München Flughafen. Jetzt kann ich die natürlich alle rauslöschen. Mal gucken, was er dann sagt. Dann sagt er wahrscheinlich, ich komme nicht an, logischerweise. Ja, Laden erforderlich, um Ziel zu erreichen, logisch. Dann, jetzt wird es hier gerade ganz dunkel in meiner Garage hier. Kriegt man ja Angst. Lass ich mir mal die Supercharger anzeigen. Und ich wähle mir einfach einen aus. Da, Hannover. Jetzt sind die. Ach, jetzt hat er eine andere Strecke, zeigt er mir jetzt an. Also, das ist echt ein Kuddelmuddel, ey. Unglaublich. Und was ist das?
Hier in Hamburg zeigt er mir die an, aber nicht auf der Strecke, die ich gerade hatte. Die Navigation ist jetzt wieder weg. Also ich weiß auch nicht. Also ich mache das anders. Hiermit kann ich das im Augenblick nicht wirklich planen. Das ist vergebene Liebesmüh. Okay, das war's erstmal.